Jetzt geht's los. Cedric Gottschalk an der Pfeife. Wuppertaler SV gegen Preußen Münster. Los geht's. Das ist so in Ordnung. Sicherlich so ein Spieler mit so einer Qualität wird den Wuppertalern definitiv fehlen. Ja. Der WSV jetzt aktiv über die rechte Seite. Hanke und Montag im Zusammenspiel gab es auch nicht so häufig. Moritz Montag mit einer enormen Geschwindigkeit. Güler! Und da ging es ja ratzfatz. 3 Minuten gespielt und Serhat Semih Güler legt vor. 1:0 für den Wuppertaler SV. Erste Torchance der Partie und man munkelt, der ein oder andere war da vielleicht noch so ein bisschen auf Mallorca unterwegs. Moritz Montag mit seiner Schnelligkeit, die spielt er gegen Alexander Hahn dann natürlich sehr, sehr gut aus. Sehen wir jetzt nochmal, super. Der Doppelpass, relativ einfach über die Seite, Tempo aufgenommen, flach vors Tor. Und dann keine Chance zwischen beiden Verteidigern im Gesamten. Was spannend sein wird in der neuen Saison ist, wie stellt man sich in der dritten Liga auf? Weil da warten ja ganz andere Kaliber auf dich. Jetzt sehen wir erstmal Stiepermann, der Güler einsetzt, der das 2-0 macht. Semih Güler, zweiter Abschluss, zweites Tor. Philipp Hanke, Markus Stiepermann steckt durch und Güler mit dem Riecher. Du hättest es als Stürmer früher nicht besser machen können, ja, oder? Super Pass, super Lauf in die Tiefe auch von dem Stürmer. Aber auch davor haben wir das sehr, sehr gut gelöst, alles spielerisch. Tolles Tor. Mal sehen, ob da was kommt. Also so ein paar kleinere Gerüchte gibt es, aber ich glaube, jetzt wo Planungssicherheit herrscht, wird das dann auch genauer vorangetrieben. 3-0. Also Freunde, ihr seht richtig, jeder, der jetzt gerade einschaltet, wir schreiben die 14. Spielminute und der WSV macht das, was die Münsteraner können. Standardtore. 3:0 für den Wuppertaler SV. Und er macht sich das Abschiedsgeschenk. Nick Galle, unhaltbar. Tom Müller hinten im Tor der Münsteraner. Gerade ein wenig der ernste Spieler auf dem Platz. Keine Chance dran zu kommen. Galle geht im Kopfball hoch und dann ist das Ding drin. Absolut. Unter Anleitung von Eugen Polanski, wenn du dann natürlich auch noch einen hast, wie Semih Telalovic, der dort vorne drin sehr, sehr gut unterwegs gewesen ist und ja zu Recht auch in den Profikader hochgezogen worden ist, da immer mal wieder Einsatzminuten bekommt. Henok Teklap jetzt das nicht 1:3. Endo Wooten. Komplett blank und Sebastian Patzler. Super Reflex da von der Nummer 1 des WSV auf der Linie. Was mir persönlich in Halbzeit 1 noch sehr stark aufgefallen ist, ist die hohe Fehlerquote gewesen, die Münster an den Tag gelegt hat. Jetzt erstmal Gerrit Wegkamp, Nikola Rehmbeck, Patzler verspekuliert sich da ein wenig und da ist der schnelle Anschlusstreffer. Und da hat sich direkt einer der Eingewechselten bezahlt gemacht, wenn ich es richtig gesehen habe. Nein, Yassin Bouchama war es. Yassin Bouchama, Anschlusstreffer nach nicht mal 2 gespielten Minuten in Halbzeit 2 gewesen ist. Am Ende sind das natürlich Dinge, wir sehen es jetzt hier nochmal, Wegkamp. Da sehen wir Patzler, der den Schritt rausmacht, abgeblockt und dann fällt der Bouchama vor die Füße. Auch da eigentlich wieder so ein typisches Stürmertor. Ne? Da musst du den Riecher brauchst du dann in dem Moment eigentlich. Jetzt verzetteln sie sich tatsächlich da hinten drin. Bouchama, Teklap. Oh, Leon Schwers, ob es rechtzeitig war, können wir vielleicht gleich noch sehen. Zieht die Hand auf jeden Fall zurück. Stiepermann. Und die Bewegung haben sie gerochen. Bouchama, da sehen wir es jetzt nochmal. Und währenddessen fällt vorne beinahe das 4-1. Güler, Hagemann 4-1. Und dann gibt es diese Tore zum perfekten Zeitpunkt. 59. Spielminute. Kevin Hagemann, Saisontor Nummer 12 für ihn. Leider ein bisschen spät dran. Semih Güler, der da
eigentlich schon an Tom Müller vorbei war, relativ weit rausgedrängt worden ist in dem Moment, legt den Ball dann rechtzeitig zurück, passend für Kevin Hagemann. Der macht das 4:1. Fußball, was ich sehr interessant finde, diese Wechsel jetzt, klar, Prokop, aber dass der den Güler rausnimmt, das fand ich sehr, sehr interessant. Ja? Ich glaube, so als Stürmer, jetzt gucken wir erstmal Buschama. Oh. Und das ist nämlich, da ist Gerrit Wegkamp, meine Lieben, da ist Gerrit Wegkamp, 4:2. Jetzt ärgert sich der Güler wahrscheinlich noch mehr. Auch ein Ping-Pong-Tor, sondergleichen. Toller Ball auf Yassin Buschama. Der legt nochmal in die Mitte. Der hat den Wegkamp schon gesucht. Und dann ist es erst Alexander Langlitz an die Latte. Und Wegkamp köpft den Ball dann gegen die Laufrichtung ein. Yassin Buschama. Ne, gibt er nicht, oder doch? Und es gibt den Elfmeter. Ich habe im ersten Moment auch ein bisschen gezögert. Also Buschama, die Einzelaktion. Mit ein bisschen Glück kommt der Ball zurück. Und dann wird es unübersichtlich. Ja, schwer zu sagen. Er hat sich auch sehr viel Zeit gelassen, der Schiedsrichter. Ja, ich glaube, später hat er... Also Cedric Gottschalk war sich selber, glaube ich, nicht ganz sicher, ob er den jetzt geben will oder nicht. Wegkamp gegen Patzler, Saisontor Nummer 21 und das 3:4 oder bleibt es beim 2:4? Wegkamp ganz, ganz sicher. 3:4. Und dann pfeift Cedric Gottschalk ab. Der Vater SV gewinnt mit 4:3 gegen Preußen Münster die Partie. Dieses kuriose Fußballspiel, was wir da gehabt haben. Absoluter Wahnsinn. Und da bleibt einem fast die Spucke weg. 4:3 der Endstand. Galle bei uns, heute wieder gestartet, 4:3 gewonnen, du hast ein Tor gemacht. Passt aber das Spiel für uns zusammen. Ja, ein super Start, super erste Halbzeit. Am Ende haben wir es ein bisschen zu spannend gemacht, haben uns die Dinger dann ein bisschen zu einfach reinschenken lassen. Nichtsdestotrotz, geiles Spiel, geile Atmosphäre und ja, super Abschluss für mich als letztes Heimspiel hier in Oberhausen. Mir ist eben eingefallen, du hattest in der Sommerpause im Interview zu mir gesagt, du hast mit dem Geiter gewettet, du machst die Saison 5 Tore. Ja. Schaffst du das noch im letzten Spiel? Wird eng, ich gebe mein Bestes, aber ich glaube, Geiter wird die Wette gewinnen. Dann wünschen wir dir viel Erfolg am Sommer bei Pascal Bieler in Steinbach. Vielleicht geht in der dritten Liga für dich weiter. Wir freuen uns, wenn du uns mal besuchen kommst. Ja, sehr, sehr gerne. Ebenso, bei mir auch. Ciao. Okay. Ja, Roman Prokop bei uns, heute letztes Spiel, 4:3, den Meister geschlagen. Fass das Spiel doch mal zusammen und die ganze Woche war ja keine normale Woche für dich. Also ich habe sehr oft das Wort dein letztes Mal gehört, egal ob das letzte Mal Kreis war, letzte Mal Duschen, letztes Spiel, also das letzte Mal, das hat mich die Woche irgendwie verfolgt. Ja, zum Spiel 4:3 gewonnen, was kann man sich eigentlich nicht besser ausmalen. Für letztes Spiel 7 Tore, wir sind glaube ich furios gestartet in das Spiel nach 14 Minuten schon 3:0 und für mich war natürlich wichtig, dass wir gewinnen. Wenn man beim 4:1 reinkommt, will man das natürlich über die Zeit bringen und ja, deswegen bin ich sehr, sehr happy, wie jetzt alles gelaufen ist. Wie geht es jetzt weiter? Musst du morgen noch auslaufen oder bist du jetzt komplett raus? Ich bin jetzt komplett raus. Ich ziehe gleich meine Fußballschuhe aus, dann sind Freunde da, dann fahre ich mit Freunden und mit meiner Frau nach Hause. Will ich nicht unterbrechen, aber Freunde ist was ganz Gutes. Deine Frau hat was vorbereitet. Ja, am besten noch selber hin. Laufbahn, weil Leute wie du und ich, wir hatten keine Karrieren. Oliver Kahn, Lothar Matthäus hatten Karrieren. Wir hatten nur Laufbahn. Ja, zum Ende einer Laufbahn natürlich auch nochmal ganz liebe Grüße von mir. Gibt so, so viele schöne Erinnerungen, die wir zusammen erlebt und geteilt haben. Das fängt mit der Begrüßung mit dem Romy an. Das geht darüber, dass du mir immer dein Rasierapparat geliehen hast. Wie du siehst, hier habe ich keinen, deswegen wächst hier alles. Ja, das geht dahin weiter, dass du mir dann immer schön den Rücken rasiert hast und ich immer schön fresh war.
Oh, das geht über unsere Abende im Heising, die bei mir angefangen haben, als wir vorgeglüht haben, als wir diverses Wurfmaterial auf das andere Dach rübergeworfen haben, von Orangen über, ich weiß gar nicht was, Tennisbälle. Ja, die Erinnerungen gehen weiter, als wir einfach jeder so laut wie er kann vom Balkon oder von der Terrasse geschrien haben. Also ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören soll. Vielleicht noch eine. Ich hatte die Ehre, dabei zu sein, als du deinen Bademantel von aus FC-Zeiten in Mallorca oder auf Mallorca am Strand beerdigt hast. Auch ein sehr, sehr emotionaler Moment. Also ich könnte hier ewig weitermachen. Aber jetzt erstmal alles, alles Liebe und Gute zum Laufbahnende. Du kannst dich freuen auf die Zeit, die jetzt kommt. Viel Freizeit, die Wochenenden werden frei sein. Hier steht ja auch eine große Reise an. Deswegen genieß das alles. Blick mit Vorfreude auf die kommende Zeit. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ganz liebe Grüße aus München. Roman, ich weiß, eine sehr emotionale Zeit liegt hinter dir. Heute ist wahrscheinlich nochmal die Krönung mit deinem letzten Spiel. Ich hatte das gleiche auch vor ein paar Jahren vor mir. Und ja, du bist einer der wenigen Spieler, die wahrscheinlich genauso viele Vereine hatten wie ich. Für uns wurde der Film ja die Wanderhure gedreht. Ja, ein paar Andenken habe ich von dir, beziehungsweise ein paar Vereine haben wir uns auch überschnitten. Los ging es ja in Pauli bei dir, das war ja wahrscheinlich eine geile Zeit. In Hamburg, hast dich wohlgefühlt. Dann geht es an den Kastrop war noch, da habe ich leider kein Trikot, aber es war wahrscheinlich deine erfolgreichste Zeit in Bochum. Dann warst du noch unter Mike in Osnabrück, da haben wir mit Leipzig uns die Säbel gekreuzt, was ich noch ganz gut weiß. Da hast du leider, ich glaube, das 3-2 geschossen, oder zumindest ein Tor geschossen an der Bremer Brücke, was mir leider nicht so gut in Erinnerung geblieben ist. Dann warst du natürlich auch noch Karpfenberg, vergesse ich mal, Karpfenteich, wo du da warst. Hachinger auch noch, ich glaube, ich weiß nicht in welcher Reihenfolge, ist mir auch wurscht, die Vereine zähle ich nicht. Dann warst du noch bei meiner Liebe, bei Hannover 96, auch sehr erfolgreich. Dann ging es ja weiter in die Kölner Zeit, wo du mir auch ein paar Monate Asyl, wie sagt man, Asyl geboten hast, wo ich dir sehr dankbar für war, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und natürlich die wichtigste Station war natürlich die großen. Wie Kutte gesagt hat, die Sportfreundin Lotte. Ja, es war eine geile Zeit. War wahrscheinlich mein bestes Jahr meiner Karriere, oder zumindest eins meiner besten Jahre. Ich glaube, es war mein bestes oder mein lustigstes Jahr. Wir hatten unfassbar viel Spaß. Es lag sicherlich auch zu ganz, ganz großen Teilen an dir. Du da gehörst dann zum harten Kern, sag ich mal, der es auch ermöglicht hat, dass wir 86 Punkte holen konnten. Und deswegen hoffe ich, dass du heute einen geilen Tag hast. Ich hoffe, ich bin auch dabei. Ich kann schon nicht versprechen. Aber ja, war eine geile Karriere. Ich habe keine Ahnung, wie viele Tore du gemacht hast, aber ich glaube, fast immer zweistellig getroffen. Außer jetzt, wo du mit 42 in Europateil spielst. Ja, guck mal, das war eine geile Zeit. Ich habe viele geile Erinnerungen daran. Und bin einfach froh, dass wir also eine geile Jahr zusammen hatten. Hätte gerne noch mehr Jahre mit dir gehabt, aber dadurch, dass wir auch beide in Köln waren und immer noch richtig, richtig, richtig gute Freunde sind, freue ich mich einfach, ja, dass ich hoffentlich in deinem engeren Freundeskreis bist und du in meinem Freundeskreis. Und ja, hast eine geile Zeit, hab einen emotionalen Abend und viel Spaß. Kurzer Nachtrag, die Trikots haben mal besser gesessen. Ich hoffe, das wird dir nicht passieren wie mir, dass die Trikots enger werden. Ich muss sagen, ich hätte damals lieber XL statt L fangen sollen. Aber andere Geschichte, und mal kurzer Nachtrag, ganz wichtig noch. Du hast dich immer zweistellig getroffen. Hättest du zweistellig getroffen mit Lotte damals gegen Red Bull, hättest du wahrscheinlich zweistellig getroffen und wir wären aufgestiegen. So muss ich ganz ehrlich dazu sagen, habe ich mehr Tore zugeschossen in Lotte. Ich hoffe, das hast du auch noch in Erinnerung. Ganz, ganz wichtiger Nachtrag. Ciao! Auch wenn man nichts hört, ne? Trotzdem alles Gute euch beiden. Dankeschön. Roma, mein Engel. Promo hier. Ja, das Kapitel Fußball neigt sich jetzt dem Ende. Hut ab für das, was du da geleistet hast, was du da auf die Platte bekommen hast, und kann man nur allerhöchsten Respekt zollen. Aber Leben geht weiter und jetzt stehen genauso spannende Sachen an, und dabei wünsche ich dir viel Spaß und wie gesagt, Hut ab für diese Karriere und schön, dass du nochmal vorbeigeschaut hast.
Kommt gerne mit dir hin. Ja, gute Nachricht zuerst. Wir haben das Video auch nochmal für dich mit tun, dass du es noch besser hörst. Wie war das jetzt für dich? Deine Frau hat das alles vorbereitet mit deinen Kumpels zusammen? Ich habe halt gar keine Worte dafür. Sehr emotional natürlich. Auch, dass jetzt hier die Mannschaft da ist und mich so jetzt feiert. Obwohl ich eigentlich nur 2 Jahre... So, das allerletzte. Jetzt musst du einmal reinschreien. Wie euer Kanal heißt, dass wir euch weiter folgen können. Musst du einmal reinschreien. Dankeschön. Ja. Wo können wir dir von deiner Frau Annika folgen? Ja, wir haben einen Kanal gemacht, Be Part of Us heißt das. Würde mich freuen, wenn ihr den abonniert. Aber was mich noch mehr stolz macht, ist, dass wir jetzt nach, obwohl ich nur 2 Jahre jetzt hier war, dass ich hier so eine Unterstützung und so ein Feedback jetzt erhalte. Das ist nicht selbstverständlich und dafür möchte ich mich einfach bedanken. Dann hoffen wir nicht, dass nur viele Fans dir folgen, sondern du auch mal besuchen kommst im Stadion. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, danke dir. Dankeschön. Ich kann nicht, ich hab nur Luft in den Kopf.